So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun haben wir, ja, wie wir hier sehen, ein wenig die Schlägerei gehabt. Und oh mein Gott, da ist ja schon wieder jemand. Warum rennt da eigentlich schon wieder Was ist jemand da? rum? Eindringling! Oh je. What the? Ich hab gedacht, die wären alle gar weg, oder? Sind jetzt wieder da? Etwa wieder da? Na dann, müssen wir es halt. Oh, Scheiße. Aus. Oh Mann. Nein, die sind alle wieder neu aufgetaucht. Wo kamen die auf einmal alle her? Boah. Verdammte Scheiße. Du bist tot, Arschloch! Du bist tot, nicht ich. Leute, Leute, Leute. Wow. Manchmal frage ich mich schon, wo die Jungs alle kommen. Irgendwo müssen die doch herkommen hier. Die vermehren sich ja wie die Ratten. Wie die Ratten vermehren sie sich. Gucken, ob ich da vielleicht noch mal so ein Medikit jetzt herstellen kann. Oh ja. Sogar drei, so wie es aussieht. Das ist echt gut. Ah nein, doch nur. Doch nur zwei. Ich meine, ja, besser wie gar nichts, ne? Einiges besser. Munition lässt auch langsam zu wünschen. Ich hab's. Sowieso gar keine Ahnung, wo ich hier überhaupt lang muss. Ob ich hier lang muss oder da durch und dann hoch oder so. Bestimmt da hoch. Oh, was war denn da? Ah, schon wieder ein Backstein. Noch mehr Backsteine, ich kann ein Haus bauen hier. Eine habe ich hier. Ein einziger Kerl. Ich gehe hier lang. Schau dich da drüben um. Das kann sehr schlecht okay. gewesen sein. Du Ein, wirst zwei. Also die harte Tour. Drei. Verdammte Kacke. Drei Leute, neun Schuss. Shotgun-Munition. Zwei Leute, neun Schuss. Ja, acht Schuss, ja klar. Ich habe geschossen und dadurch Munition wieder zurückgehalten. Yeah. Wo kam der jetzt her? Sieh da, er kann schweben. Oh mein Gott. Alter. Ganz fiese Kanone. Ich will gar nicht wissen, was das für eine ist. Auf jeden Fall war sie schwächer wie meine. So.
Was haben wir? Hast du hier irgendwo Munition? Ja. Flaschen? Backsteine? Noch mehr Flaschen? Eine Sackgasse? Noch eine Flasche? Ein komischer Typ, der mich den Arm weggeschossen hat. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Ich kann gar nicht nachladen. Die Munition ist nur noch so wenig. Alter. Okay. Zeig mal, ob wir hier vielleicht irgendwas drin haben oder so. Ich brauch unbedingt Nachschub. Meine Stimme lässt nach. Ja, leicht erkältet. Deshalb bitte ich von eventuellen Räuspern, Röpsern und allem anderen organischen Geräuschen so viele Bücher abzusehen. Hätte ich doch bloß mehr Platz im Rucksack. So viele Bücher, ja, das ist eine Bücherei. Menschenskinder. Wenn ich nicht vor Huntern und Infizierten weglaufe? So, entweder hier raus oder da runter. Dann lese ich gerne. Ich meine, runter ist immer so eine Sache. Keller. Außerhalb der Quarantänezone. Nie so erfreulich. Ich brauche unbedingt Munition irgendwo her. Also hier scheinen aber mal keine Zombies unterwegs zu sein. Das ist was Gutes. Wir haben lauter Maschinenteile wieder hier. Ist gut, dann können wir die Waffe weiter aufrüsten, wenn wir wieder so einen Tisch finden. Die läuft immer mal gerade darum. Ey. Bei dir läuft's, hä? Mädel. So, oh, Schere. Also immer ein Band. Noch eine Schere. Noch ein Band. Explosives Zeug. Wieder Flaschen. Sag mal, wie viele Flaschen liegen hier rum? Sind alles Säufer oder was? Leerer Kasten. Leerer Kasten. Das sieht mau aus, ne? Ja, noch ein Backstein. Wieder ein Backsteine. Backsteine, Backsteine, Backsteine. Oh. Eine Notiz. Da haben wir wahrscheinlich wieder irgendwas zum. Oh, jawohl. Oh, yeah. Lad nach. Eins. Hab ich irgendwas? Ja. Okay. Phosphorbomben und Minen kann ich herstellen. Das ist schön. Richtig schön. Flaschen. Oh, eine Eisenstange. Einiges besser wie mein Holz. So. Mal schauen. Ja, jetzt kann ich die Nahkampfverbesserung. Mal eine Schere dran binden. Läuft's, ne? So. Jetzt können wir das hier verbessern. Herstellen. So. Was will ich denn jetzt mit einer Bombe, Mann? Was ich bräuchte, wäre Schrotflintenmunition. Und dann Basie. Jetzt, gut, die Stange, die ist. Halleluja! So, Schrotflintenmunition, das war. Warum liegt der da unten? Und ist tot. Warum? Ich war hier unten noch nicht. Ah, doch, war ich. Ich knalle. Also, war es wohl doch.
der Wille, dass wir hier dann hier raus, da hoch und so weiter. Wie kommen wir da? Wie war das jetzt? Hä? Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Schweiz da oben. Bin dann da hinten runter. Bin dann dort wieder rausgekommen. Irgendwo. Wo war das? Ah, hier. Okay. Ja. Das hätte ich jetzt auch als nächstes getan. Kommen wir hier weiter runter? Schon mal für den nächsten Fall die Taschenlampe wieder aufladen. Komm schon, Mädel. Jetzt geht's rund. So. Aha, aha. Ja. Mann. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Jetzt sind wir hier. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Alter. Ich glaube schon. Hängt wohl auch schon länger hier. Alles klar. Die möchten wohl dem Militär eine Nachricht senden. Mal sehen, wo sie hinführt. Ja, Lolo, mal schauen. Vielleicht kommen wir irgendwo Interessantes raus. Hier schauen sie, führt sie mal sicher nicht weiter. Pass gut auf, wenn du springst. So. Ah ja, so idyllisch hier, so ruhig. Alles total gechillt. Ein paar kaputte Autos und so. Runter, 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 runter. Klasse. Da sind noch mehr. Los, schnell mit der Tanke. Okay. Alter, wie viel von denen gibt's denn? Das ist ja Wahnsinn. Okay. Die haben uns nicht gesehen. Ja, noch nicht. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Ach, scheiße. Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir raufhilfst, kann ich das Brett bewegen. Warte hier! Mal sehen, wo das hinführt. Wo was hinführt? Das? Das oder was anderes? Das? Ah. Wow. Cool. Voll die Abkürzung im Geheimversteck hier. Ja, tun wir halt von der Seite die Sache aus dem Schrank rausholen. Überraschung, nichts mehr drin. Das war, liebe Freunde, war ein Zaubertrick. Sowas kann nur dieser Joel. Oder Joel. Oder Joel. Oder wie auch immer man seinen Namen richtig ausspricht. Ja. Der Hals wird immer schwächer. Okay. Dann sind wir bei allem hier oben. Was für Flasche haben wir eigentlich? Alles voll Flaschen. Vielleicht sind es auch Molotovs oder irgendwas. Oh, das sieht doch stark nach. Ah, das hat schon Hoffnungsmunition. Aber war es dann wohl nicht. Leider. So, auf jeden Fall.
Stellen wir noch ein Medikit her. Man weiß nie, wie viel man noch braucht. So. Okay. Dann schauen wir doch mal nach, was wir da draußen haben. Hallo. Hey, da ist wieder eins von diesen Floßdingern. Taugt das was? Ja, das ist natürlich cool. Scheiße, die haben einen Panzer. Die haben einen Panzer. Sind die des Wahnsinns? Wollen die mit einem Panzer? Komm, Schnecki. Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Okay. Warum kann die eigentlich nicht schwimmen? Doch. Keine Angst, du fällst schon nicht runter. Leg das Brett so hin wie die. Und wirf das Brett rüber. Komm schon, Mädel. Komm schon. Gar nicht so schwach, wie sie aussieht. Okay. Jetzt musst du nur noch irgendwie hoch. Ja, ja. Kann ich eigentlich auch Turbo schwimmen? Nö, schade. Kann ich, so wie es aussieht, nicht. Gut, aber ich kann so ein bisschen schneller hochrennen. Chock, Junge, chock, Junge, chock, chock, chock. Ha! So. Ich sag, gehen wir mal rüber. Glaubst du, die Hunter sind weg? Und bin dann in das Grande Hotel, ne? Aber das Ganze tun wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein!